los. An unserem ersten Tag auf unserer langen Hochtour-Wanderung. Lassen wir jetzt stehen für mehrere Tage. Lassen wir schauen, wie wir alles schaffen, was wir vorgenommen haben. Gestartet. So schön. Für uns und unsere Rucksäcke. Die Sicht ist super. Sieht einfach nicht. Top, wir hoffen, dass wir spätestens in 3 Stunden wenigstens ein bisschen besser wird, dass wir auf dem Gletscher etwas sehen. Voraussichtlich sollte so werden. 2400 Meter. Alles rundum ist so weiss, wie es da kann. Sind wir da wirklich runtergekommen? Ja, ja! Unsere Aussicht ist wunderbar auf dem Gletscher. Zur Finsteraarnhütte hat einiges mehr an Kraft und Zeit gebraucht als gedacht. Vom Hüttenwart erfahren wir, dass der Weg seit 7 Jahren nicht mehr begangen wird wegen dem losen Grillhang. Genau dieser Hang hat uns auch am meisten Zeit gekostet. Ja, was soll's? Jetzt sind wir wenigstens müde. Jetzt geht's los. Thank you.
Was geht schöner, als wenn nach einem anstrengenden Marsch Füße im schönen, klaren Berg sind. Wiele. Das Bädele! Und Aussicht auf die Düster Auerwiese. In der Fischer Ahornhütte. Von der Fischer Ahornhütte zum Mönchsjochshütte. Kein Funk in der Hütte. Vom Fischer Sattel gehen wir weiter, oder besser gesagt, seilen wir uns ab zum ewigen Schneefeld hinunter. Das ewige Schneefeld. Ewig. Genau so kommt es uns vor bis zum Mönchsjochshütte. Go! Letzte Meter auf unserer 10-stündigen Wanderung. Wie viel Schritt? 25.000 verschiedene. Oder 35? Nein, 33. 33? Nein, 33. Ist gleich. Ich habe etwas. Sind wir jetzt hier im Massotourismus gelandet. Wir machen uns ready für den Mönch. Der geht hier rauf. Und dabei geniessen wir noch eine wunderschöne Aussicht auf die Jungfrau.
da wieder. Und es hat keine andere Gruppe. Ich will da niemanden kreuzen müssen. Weil wir so früh schon wieder zurück sind, machen wir noch das übliche Touristenprogramm, das Jungfraujoch. Da das Wetter morgen umschlägt, haben wir uns gegen die Jungfrau entschieden und für den Weg zurück zur Fischeralp. Wandern auf dem Gletscher ist sehr meditativ. Hey, sie kommt! Der Kabut dabei! Drin am Kämpfen! Und am Ende unserer Tour regnet es. Ah. Wenn schon in der Mitte schön Wetter. Ja. Wir schauen zurück auf 5 wunderschöne Mehrtageshochtourentage im Berner Oberland. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auf weitere Abenteuer gespannt seid, dann abonniert den Weltumsauerungskanal.